So, liebe Leute, das nächste große Rennwochenende steht an. Herzlich willkommen zum großen Preis von Großbritannien. Wir sind in Silverstone heute zu Gast nach dem zweiten Platz in Österreich. Und auch hier mit dem nächsten guten Ergebnis was rausholen. Wir haben noch einen Fahrer am Start, das habe ich ja in der letzten Folge noch kurz angeschnitten. Wir haben jetzt Mick Schumacher. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Ja, wir haben Mick Schumacher jetzt dabei an Bord. Und Moment, ich guck gerade. So, wir stellen noch auf jeden Fall auf die Herstellung. Ein bisschen Kohle wollen wir ja noch generieren. Na, noch nicht so viel gutes Geld. Ja, Schumacher fährt mit. Ist dabei. Ich habe King rausgenommen. War für mich nicht so zufriedenstellend, die seine Ergebnisse. Jo, und gehen wir rein ins nächste Ding. Sie haben ein Einladungsevent. Wenn wir mehr Anerkennung gewinnen, gibt es mehr potenzielle Partner, die mit uns arbeiten würden. Wir können jetzt einen weiteren Sponsor über das Firmentab kontaktieren. Ich mach weiter. So, und dann haben wir wieder Kohle drin. Ein gravierendes Problem in der Herstellungskette. Das ganze Entwicklungspaket für dieses Wochenende ist fehlgeschlagen. Die Details kannst du dir auf dem F&E-Bildschirm ansehen. So, wir fahren die weichere Variante und dann geht's ins Rennwochenende. So. So. Geht jetzt sofort ins nächste Rennwochenende. So, schauen wir mal. Was haben wir denn? Training 1 auf jeden Fall. Gucken wir, wie das Wetter wird. Oh, es bleibt ein komplett trockenes Rennwochenende. Sehr geil. Gut. Gut, im Leistungsvergleich sind wir letzter. Fahrer, wir sind mal siebter. Ja, gucken, was mal von der Ehebaum hat. Der ist nämlich irgendwas fehlgeschlagen, habe ich gehört. Ich knall das auch. Neue Update mal rein wieder und dann geht's los ins freie Training heute an diesem Freitag. So, das erste freie Training steht auf jeden Fall an heute, diesen freien Training, mit diesem nächsten Grand Prix. Alles bleibt trocken, das hat man in Großbritannien auch sehr, sehr selten, da bin ich ja sehr froh darüber, dass es das ist. Und dann können wir auf die Strecke gehen. Setup kann ich ausladen, ich habe eins, Gott sei Dank. Und dann fahren wir raus.
So. Dann gehen wir raus. Erster große Preis von Großbritannien, Rennen Nummer 12 und 22. Also viel haben wir nicht mehr zu fahren. So, ich hoffe, dass mein Lenkrad heute ein bisschen hält. Ansonsten muss ich mir zwischen die Tage nochmal ein neues Lenkrad bestellen. Okay, I just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Ja, so, auf jeden Fall hoffe ich, dass das Lenkrad, wie gesagt, hält, denn sonst wird es halt ein bisschen schwierig werden mit den Wochenenden. Kommende Wochen, aber momentan bin ich guter Dinge, dass wir heute Abend und Sonntag fahren bekommen. Das war nämlich der Grund, warum ich Sonntag ausgefallen bin, weil mein Lenkrad zwischen im Rennen ausgefallen ist. Und ich hoffe, dass das ohne Problem funktioniert. Das ist nämlich am Donnerstag beim Test, weil das passiert. Nur hoffe ich, dass es jetzt alles ohne Problem funktioniert. Ich hätte ein neues, also das gleiche nochmal, statt nur für den günstigen Preis. Ich hoffe nur, dass es dann alles soweit funktioniert, wie ich das gerne möchte. Ja. Naja, jedenfalls fahren wir jetzt auf den nächsten großen Preis. Ich bleibe jetzt ein bisschen gerade, um ein Gefühl für das Rennen zu bekommen, für die Runde reinzubekommen. So, ich mach's ja erstmal wieder aus, weil ich brauch's jetzt auf der Geraden. Hier ist es doch zu früh. Und da geht's auf die schnelle Runde im ersten freien Training. Jetzt ist er wach. Ja, mal gucken, was unser Teamkollege so zaubert. Unser neuer Teamkollege, wie gesagt, Mick Schumacher, den habe ich jetzt erst verpflichtet. Der sollte hoffentlich ein gutes Ergebnis rausbekommen. So, die ersten Zwischenzeiten sind gut. So, und da gibt es eine Zwischenzeit, die momentan 33 ist. Das ist. Are you all right? Sit tight, the marshals are on their way. Scheiße. Schön abgeflogen. Da hast du ganz schön Abflug gemacht gerade. So, erstes Auto, das unterwegs ist, ist ein Williams übrigens. George Russell ist es, der uns jetzt hier hoffentlich nicht allzu sehr im Weg steht. To come in before you run out of fuel, pit within two laps. So, ich nehme jetzt mal den Schwung hier hinten mit. Schönen Schwung mitnehmen jetzt. Come in this lap, please. Box this lap. So, jetzt nehmen wir hier die Runden mit. Klar, von der Rundzeit nicht so schnell wie jetzt zum Beispiel in Österreich, aber auch nur gutes Ergebnis. Komm jetzt, halbe Sekunde nochmal. Jawohl, 29.8.
Schon wieder in die gleiche Ecke hier. There's only one lap of fuel remaining. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Aber wieder die gleiche Ecke hier gerade gewesen, wo ich eben schon abgeflogen bin. So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen Benzin rausnehmen. Und dann ist für uns das erste Freitraining auch beendet. Puh. Zwei sehr heftige Abflüge in der... An der gleichen Ecke, direkt die erste Kurve nach Startziel. Nur mit einem etwas anderen Ausgang. Diesmal bin ich nicht so eingeschlagen, dass ich das Auto direkt wegwerfen konnte. So, was ist jetzt auf 3? So, ja, wie gesagt, dann sind wir durch mit dem freien Training, mit dem ersten zumindest. Zwei kleine Schockmomente hatten wir drin mit dem Abflug. Mal gucken, was am Ende die Zeit wert ist. Ja. Verstappen ist auf jeden Fall schon mal schneller als wir. Vettel auch. Reicht das für die Top 3? Ich denke nicht. Das wird irgendwo so bei 5, 6 liegen. Was sage ich, okay, ist bin ich zufrieden mit mir. Das wären wieder gute Punkte. Bottas hätten wir schon mal geschafft. Guck, was der Hamilton raushaut für Zeiten. Momentan noch gar nicht auf der Strecke. Doch, da, dritter. Ja, vierter. Doch, ja. Verstappen, Hamilton, Vettel. Das sind die ersten drei und wir sind knapp dahinter. Also. Wird laut die nächste Mission raus. Halbe Sekunde hinter der Spitze, bin ich zufrieden mit. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Vettel, Verstappen und Lewis Hamilton. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ja, Mick Schumacher momentan auf Platz 21, eine halbe Sekunde hinter George Russell, vor Latifi, also, ja, schauen wir mal, er wird sich schon irgendwie hoffentlich steigern können. Ja, wie gesagt, Platz 4 bin ich zufrieden mit, weiter geht's mit dem nächsten Teil, und zwar dem zweiten freien Training. Ein toller Tag, wie denken Sie darüber? Wir haben heute ein paar interessante Ergebnisse gesehen, sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistung? Ja, natürlich, klar, passt. Bin zufrieden. Gibt es irgendetwas, von dem Sie glauben, dass es Ihnen im Vergleich zu Ihren Gegnern einen Vorteil verschafft hat? So, ich traue Zielfähigkeit. Sie sind ein paar Mal an der Mauer entlang geschrammt. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? Na, nicht genug Abtrieb. Ich vermute immer sowas in die Richtung. Klasse, das war dann alles. So, Training 2.
So, okay, dann geht's weiter mit dem zweiten Teil des Freitrainings. Fliegende Runde. Momentan macht er mein Lenker keine Zicken, das ist immer das Gute. Da bin ich zufrieden mit. Gute läuft. Ja, wieder einen leichten kleinen Crash hier drin, ne? In dieser Kurve. So, mal schauen. Ja, zur also Zwischenzeit ist gut. Wie gesagt, Platz 4 im ersten freien Training. Top zufrieden auf jeden Fall mit dem Ergebnis. Ne? Vielleicht haben wir die Glück, dass wir ein bisschen Chance haben, aufs Podium zu fahren, diesem Rennen. Aber die Chancen, ja, schauen wir mal weiter. Durchpusten jetzt auf der Geraden. Zweite Abschnitte ist auch violett. Und die erste Zwischenzeit kommt von Danny Ricciardo auf. Ich weiß nicht, was er gefahren ist. Ja, sofort, ich kann sagen, aber was sind unsere Reifen? Und 30-1. Dann sind wir 29,8 gefahren. Ich habe mir ja nochmal die Zeit zu setzen. ...29,7 Perez und damit würde unser 29,8 nicht reichen. We have two laps of fuel remaining. This lap, please. Box this lap. So, ein ordentlicher Schwung nochmal mitgenommen aus der Runde jetzt. Eins, 29,3. Out of fuel, almost out of fuel. You need to pit within the next two laps.
Der erste Sektor ist jedenfalls schon mal gut. So, versuchen wir nochmal eine Zeit zu sitzen. Also die neue Bestzeit 29.2. Damit sind wir auch mit dem zweiten freien Training durch. Und ob es dann was gut bringt, mal gucken. Hamilton auf Medium mit knapp hinter uns. Das wird definitiv nicht für die 1 reichen. Ja, und da kommt der Valtteri Bottas und sagt dann, die 1 kriegst du niemals. Und weil jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Bottas, Richards und Lewis Hamilton. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Jo, dann haben wir's. Ja, weiter geht's mit Teil Nummer 3 des freien Trainings. Kriegen wir irgendwie mal irgendwann eine Spitzenposition hin. Gut, außer jetzt mit dem Sieg in Kanada, klar. Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. Achso, dann fahren wir mal raus, liebe Leute. Dann mal gucken, was wir drin haben. So, mal ein bisschen runterschrauben, was der Sprit bitte los sieht doch zu, aber es wird trocken bleiben, definitiv das Rennwochenende. So, letzte freie Training, letzter Abschnitt für diesen Freitag hier. Ups. Man sollte auch ein bisschen was Power noch dazugeben.
Alexander Albon, 1.28.7. Das ist schon mal eine Hausnummer. Hätte ich nicht gedacht, dass der so eine Zeit aus hatte, Fama. Die haben wir ja bisher noch nicht angekratzt. Die Zeiten sind bei 29.2 war unsere Beste. Das ist eine halbe Sekunde mal eben auf Anhieb. So. Boah, das 27.7. Alter, der Auto mal eine Sekunde raus. Never ever kommen wir da an, oder? Nee. Wir fahren noch 3. Two laps of fuel left. Und wir fahren jetzt 29.8. Das ist eine, auf Anhieb eine gute, sehr gute Zeit. Wir sind voll 30er Zeiten gefahren. Da ist noch ein Auto vor mir, McLaren. Immer wieder so leichte Quersteher drin. Natürlich kriege ich die Zeit vom Albon gepackt. Und er hat 28.7 gefahren, das ist auch nicht schlecht, die Zeit. Norris ist es. We're low on fuel. Box in the next two laps, please. Come in this lap, please. Box this lap. Jetzt wird eine neue Bestzeit werden, aber eine neue persönliche Bestzeit. Aber wir haben nochmal gut eine halbe Sekunde weggeschmissen. Also die Zeit vom Vettel hätten wir vielleicht packen können. Aber scheinbar kriegen wir es jetzt hier gerade unsere Grenzen aufgezeigt. Gut, die fahren jetzt alle auf Soft. So, dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Der Freitag ist für uns durch. Ich fahre ja immer meistens 3 Runden pro Strecke. Sonst die Zeit auch zu lange dauern würde. Oh, 5. momentan nicht. 1,7 Sekunden Rückstand. Der Bottas hat da eine Zeit rausgeknallt. Hätte ich nicht gedacht.
So. Die Session ist abgeschlossen, also Sixer. Sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Bottas, Albon und Charles Leclerc. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Na, der Bottas, der haut da eine Zeit raus. 27,7. Wo der die auch immer her hat. Naja. Naja, mal schauen, was das Qualifying bringt. Gut, dann haben wir das auch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nämlich morgen um 14 Uhr da mit dem Qualifikationsbeding zum großen Preis von Großbritannien. Bis dann. Tschüss.